Hi, willkommen zurück bei Familie Reuss und wir kommen gerade wieder zurück oder sind gerade wieder mit dabei, während Theresa aufsteht. Wahrscheinlich geweckt durch irgendjemanden, der sie anruft. Schauen wir mal, wer das ist und warum er anruft und ob das hier irgendeinen Sinn hatte, dass wir angerufen wurden. Wir sollen im Restaurant essen. Toll. Ja, machen wir halt. Wenn wir schon dafür aufgeweckt wurden, dann machen wir das eben auch. Und ich würde sagen, wir können ja dann mal hier ein bisschen zu den Pferden gehen. Weil, ja, wir gerade relativ viel Spaß haben. Und, ja, was mir gerade einfällt, ich habe mich ja noch gar nicht dafür bedankt, also im Video selbst, dafür, dass wir jetzt schon 2000 Abonnenten erreicht haben. Echt klasse. Ich habe euch ja erzählt, ich würde gern mal so zur Feier der Zahl, keine Ahnung, mal einen Livestream probieren, aber das wird noch eine Weile dauern. Muss ich mir erst das dafür nötige Equipment, die dafür nötige Ausstattung zulegen. Indem ich mir einen zweiten Bildschirm hole irgendwie und mal schauen muss, ob das überhaupt geht mit meinem Laptop. Und ja, also wenn ich das dann irgendwann hinkriege, werde ich euch auf jeden Fall Bescheid geben, dass das klappt und wie das klappt und alles und so weiter. Aber bis dahin müssen wir erstmal mit den bisherigen Sachen vorlieb nehmen, die ich so präsentiere. Jamie wird bald wach und kümmert sich erstmal um die Fischis. Emily muss heute auch wieder arbeiten, soweit ich weiß. Ja, 4 Stunden. Und Ramira, ja, du kannst ziemlich machen, was du möchtest. Sie wurde vorhin resettet, deswegen sind ihre ganzen Launen wieder mega toll und hoch und alles. Und Phoebe kann ein bisschen angeln. Ja, aber ein bisschen beschäftigen. So, Mädels, werdet dann mal fertig. Die liebe Sophia, wie sie jetzt umgestylt ist. Jemand hat mir gesagt, dass ihr Alltagsoutfit gar nicht so sportlich ist, aber ich finde das total sportlich. Ich meine, das ist so, ja, so ein, ja gut, das ist halt so lässig sportlich, würde ich sagen. So eine kurze Hose. Allein wie sie jetzt rennt, das sieht doch total sportlich aus. Ihr Hals sieht im Gegensatz dazu ein bisschen lang aus, aber egal. Und ja, so ein lässiges Shirt drüber und, keine Ahnung, Top oder sowas. Ja gut, die Ballerinas sind vielleicht nicht mega sportlich, schon ein bisschen weiblich, aber sie ist ja auch weiblich, deswegen. Ja, und natürlich der Zopf macht das auch ein bisschen sportlich. Also, ich hätte halt zum einen so dieses wunderschöne, diese wunderschönen Storhaare, die es gibt, diese hübsche, süße Zopf. Mit dem kleinen seitlichen Pony und so. Aber den gibt es nur mit Aurora Skies und die Welt habe ich einfach nicht. Wenn ihr euch fragt, warum ich dann diese Kindergeräte habe, ich habe halt einfach die Premium-Objekte selbst gekauft und weder die Stadt noch die Goldversion der Stadt. Deswegen ist das so. Und, Maya, wie sieht's mit dir aus? Ah, du kommst auch noch in den Schulbus. Eigentlich hat zwar die Schule schon angefangen, aber das ist ja egal. Warum meinst du, dass es zu früh ist? Ah, du willst nicht vor 11 aufstehen, ja. Also, glaube ich. Das ist ein bisschen spät, Emily. Also, ich meine, ich kann es nachvollziehen, aber, ist fürs Arbeitsleben nicht ganz so realistisch. Mit Wäsche waschen bekommst du noch hin, oder? Ja. Essen kannst du auch auf Arbeit. Das ist nicht das Ding. Mein lieber Salto, die Theresa kommt jetzt zu dir und wird sich ein bisschen um dich kümmern. Dir ein bisschen den Hals kraulen. Dir eine Karotte geben, denn das wünschst du dir ja. Und kannst dich auch gerne umarmen. Und Phoebe hat den Krokodil gefangen. Ich hätte gerne mal gesehen, wie das abgelaufen wäre. Oder wie das abgelaufen ist. Aber ja. Wir können es uns ja vorstellen, wie eine kleine Katze ein Hai fängt. Ein Krokodil fängt. Aber Haie hat sie auch gefangen. Also. Die Phoebe kann echt viel. Das glaubt man im ersten Moment gar nicht von ihr.
So, Jamie, du hast auch irgendwie aktuell Probleme mit dem Sozialen, ein bisschen eigenartig ist, weil du doch hier unser Charmeur bist und der coolst überhaupt, aber anscheinend hat Saliera soeben Springlevel 10 erreicht. Yay! Nachdem Saliera nun diese Stufe erklommen hat, wird es Zeit, dass sie ihr Können am extremsten aller Hindernisse beweist, dem brennenden Reifen. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass wir ihr einen brennenden Reifen kaufen werden. Ich meine, sie hat das zwar toll gemacht, richtig klasse und vor allem selbstständig. Ich habe ihr das gar nicht aufgetragen, dass sie das machen soll. Aber brennender Reifen ist dann auch ein kleines bisschen zu viel verlangt. Ich würde sagen, machen wir heute mal wieder ein Turnier. Du kannst beides und du auch. Mal schauen. Ach, Salira, du wirst doch wohl hier ein bisschen trinken können. Ansonsten gehst du halt darüber zum Trinken. Hier, siehst du, mit ein bisschen. Ach ja, ich scheiß drauf. Geh halt einfach da was trinken, wieder gleich, wo du das machst. Oh. Salto, du kannst auch ein bisschen lieb zu Theresa sein, dich anschmiegen. Die Fahrgemeinschaft für Philipp fährt in etwa. Was? Wie bitte? Horoskoplese? Du hast sie doch nicht mehr alle. Der muss anscheinend in den paar Sekunden, die wir letzte Folge bei Christophers Familie waren, damit er den Antrag machen kann und nicht Theresa. Muss er sich gedacht haben, oh, jetzt nutze ich mal die Zeit, in der die nicht auf jeden Schritt, den ich tue, aufpasst. Da bewerbe ich mich als Horoskopleser. Ich glaub's auch, Philipp. Ich glaub's auch. Du kannst ein bisschen Macaroni essen. So, du findest neue Freunde. Du kannst mit deinen Freunden sprechen. Weil es sind ja, glaube ich, noch nicht allzu viele. Ja, wir wollen die Arbeit aufgeben. Es sind noch, glaube ich, noch nicht allzu viele der Kinder in die Teenager gewechselt. Pansy ist ein Teenager. Das sind alles noch Kinder. Das ist das Universitätsmaskottchen. Das ist auch noch ein Kind. Dakota Fox ist ein Teenager. Carol Funke auch. Spencer Funke auch, aber ansonsten war es das. Lies Brillanz raus aus der Mittelmäßigkeit. Okay. Machen wir. So, Philipp, mein Liebster, du kannst dann ja mal. Ja, lassen wir mal Jamie. Wir probieren es nochmal mit einem weiteren Drachenei, weil ich will ja eigentlich einen grünen Drachen. Und es besteht ja auch, egal über was wir mit denen reden, eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 3, von einem Drittel, dass wir da doch irgendwann mal ein grünes Ei rausbekommen. Also ich hoffe, dass wir das nicht die ganze Zeit beeinflussen, dass dann ein falscher Drache draus kommt und wir einfach nichts sagen sollten und dann eher ein grüner Drache rauskommt. Aber irgendwas muss es ja beeinflussen. Wir können ja über das Wetter reden, über Existenzialismus, keine Ahnung, über den Job, über körperliche Stärke, über das Drache-Ei-Paradoxon, keine Ahnung. Irgendwas davon wird es schon helfen. Therese, was machst du so? Saito ist gerade relativ zufrieden und glücklich und alles. Und möchte die Ramira jagen, das möchte ich allerdings nicht. Stattdessen kannst du ein bisschen Springen üben vielleicht. Du kannst ja mal ein bisschen dich mit der Ramira beschäftigen, sie ein bisschen pflegen, sie fürs Verspieltsein loben und auch mal umarmen. Und Salira, du kannst dann da mal reingehen. Bist du? Komm angetrottet, Salira. Sie wird gerade so vom Stall verdeckt. Wobei ich das nicht unbedingt Stall nennen würde, weil ein Stall ist ja eigentlich immer was Geschlossenes. Aber das ist ja eigentlich ziemlich offen. So. Emily!
bist schon auf Arbeit? Ach, ein Glück. Wie ist das, hast du ohne mich geschafft? Wie sieht denn der Alarm so aus? 35%, 74%. Okay, dann essen wir aber erstmal einen grünen Salat. Dann können wir das instand halten. Dann das und dann machen wir das. Und irgendwann zwischendrin kommt vielleicht auch noch ein Alarm. So, Jamie, mit wem solltest du denn deine Beziehung noch ein bisschen ausbessern? Mit Theresa wahrscheinlich, oder? Ja, mit Theresa. Ist auch schön, dass jetzt schon Christopher bei allen als Schwager angezeigt wird oder so. Oder als Onkel, zukünftiger Onkel. Zum Beispiel hier bei Jamie. Moment, das hatte ich gerade gesehen. Hier, genau. Da ist ja Christopher schon und wird er schon als Onkel angezeigt, obwohl sie noch gar nicht verheiratet sind. Das finde ich sehr nett von Sims, dass die dann trotzdem schon das Verwandtschaftsverhältnis so ein bisschen haben. 5 Stunden noch. Oh, das dauert immer so lange. Ja, kannst du dann mal ein bisschen mit Jamie reden? Und Salira ist gleich ein bisschen am Futtern. Eigentlich können wir auch mit Salto gehen. Ach komm, der ist schneller fertig. Dann gehen wir mit Salto ausreiten, oder? Nee, eigentlich muss sich Salto gar nicht bewegen. Eigentlich kann sich Therese auch bewegen. Der tut Bewegung auch gut. So, führen wir unser Pferdchen mal und gehen dann hier raus. Müssen immer ein Auge auf Emily halten. Falls da mal der Alarm kommt. Und du kannst dich mit Jamie unterhalten. Und dann schauen wir mal, ob vielleicht doch ein grüner Drache rauskommt. Reden ein bisschen. So, das sollte passen. So, jetzt haben wir über alles Mögliche geredet. Jetzt sollte irgendwas dabei rauskommen, irgendein Drache. Noch fast 5 Stunden. Naja. Sophia kann sich natürlich auch, ja, klar, jetzt sind wir Grenzgänger oder so. Sophia kann sich natürlich auch an außerschulischen Aktivitäten anmelden. Das machen wir dann gleich mal, wenn sie jetzt gleich fertig ist. Mit Schule. Oh, du hast zwar Hunger, Therese, aber ist egal jetzt. Kannst du auch einen Apfel essen? Ach, egal. Was soll's? Wir reiten dann schon mal hierher. Oder. Ach, Salto wollte sogar ausreiten und wir haben ja noch 3 Stunden Zeit, bis das Turnier losgeht. Deswegen können wir erstmal ein bisschen ausreiten. Im Galopp aber bitteschön. So, wir haben hier keinen Alarm, nein, okay. Aber Schule ist vorbei, das heißt, wir können uns für die außerschulischen Aktivitäten anmelden, weil wir ein sportlicher Sim sind. Wollen wir natürlich in den Sportverein als allererstes und danach können wir schauen, was noch übrig ist. Und Emily ist jetzt zu Hause, schöne Sache. Ja, dann gehen wir auf zur Arbeit. Ich hoffe, wir verpassen jetzt keinen Alarm oder so. Ich hoffe, ihr entfernt euch nicht zu weit von dem Reitzentrum, weil wir da ja nachher noch hin möchten. Okay, quatscht ein bisschen. Lee, ich wäre dir sehr verbunden, wenn du zur Arbeit fahren würdest. So, der allseits beliebte außerschulische Sportverein hilft bei der Verbesserung der Athletikfähigkeiten durch die Ausübung der liebsten Sportarten. Sehr schön. Was können wir denn jetzt noch? Bastelverein, Debattierclub oder Musikverein? Bastelverein ist, glaube ich, Geschicklichkeit. Debattierclub könnte Charisma sein. Musikverein ist offensichtlicherweise Musikinstrumente. Wir machen Debattierclub, das kann nie schaden. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir einen Alarm verpasst haben.
weil die Emily resettet wurde. Maya Hash würde nach der Schule gern zu Topher Baker gehen. Ist das okay? Ja, ist doch ein Typ, oder? Junge. Michael Topher, ja. Yeah. Der sieht gar nicht mal so unfreundlich aus. Oh, hier ist sogar mal eine Französin da. Und unsere ganzen anderen Freunde sind hier auch noch. Schau, vielleicht können wir die mal hier einladen oder so. So, Emily, deine Arbeitszeit ist natürlich auch schon fast um. Vielleicht kommen wir gerade an, während ein Alarm ist. Wer weiß das schon? Mal schauen, wie es hier aussieht. Noch ist alles ruhig. Und jetzt sind wir auch für den Debattierclub angemeldet. Sehr schön. So, da können wir schon mal nichts mehr machen. Dann machen wir da noch weiter. Und ja. Philipp. Du kannst dich jetzt mal um den Garten kümmern. Der hier ist. Gegossen habe ich, glaube ich, vorhin schon. Den Komposter kannst du stattdessen verwenden. Und dann hier mal den ganzen Garten pflegen. Und Jamie muss dann erstmal ganz dringend ins Badezimmer. So. Und dann können wir uns mit Phoebe beschäftigen, genau. Wie sie alle nochmal nach Frankreich wollen. Da kommt das Fernweh wieder auf. Wie niedlich. 2,5 Stunden noch. Ja, du fährst zu deinem Kumpel, Freund da, irgendwas. Und wir, was können wir denn so Schönes machen? Wir wollen ein Schulbuch lesen. Wir können ja erstmal. Wie viel Grad sind es? 22. Ja, wir können ja ein bisschen ins Schwimmbad gehen und da ein bisschen schwimmen oder so. Irgendwas Schönes können wir machen. Okay, ihr seid schon wieder weit weg. Dann galoppiert mal lieber schon mal hierher. Dann seid ihr auf jeden Fall rechtzeitig da. Oder hoffentlich. Sie sind da oben auf dem Gipfel des Berges. Naja. Oh, ein Hausbrand. Yay, ein Hausbrand. Auf zum großen Hausbrand, Emily. Yay. Dann haben wir doch noch einen Notfall für heute. Auch wenn gerade die Feueralarme ein bisschen komisch klingen. So ein bisschen unsynchron. Wo ist denn Emily? Ach, da unten. Yay, auf zum großen Hausbrand. Ah, wir wurden zum Feuerwehrwagen teleportiert und dann hierher teleportiert. Auch schön. Okay. Ja, egal. Hauptsache es funktioniert. Ja, aber ich würde sagen, wie wir diesen Brand löschen. Warte mal, ist das. Nein, das sind andere Leute. Wie wir diesen Brand löschen, werden wir dann in der nächsten Folge morgen sehen. Und ja, da hinten sehen wir schon, wie das ganze Haus qualmt. Ich hoffe, wir kommen dann rechtzeitig hin und können die Leute retten und so. Und ja, ob das gut ausgehen wird, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.